Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge. Ja, das sind nur Steine. Na. So, dann passt das doch wieder. Steine und Bretter. Mehr ist das Problem hier auf der Insel nicht. So. 10. 20. 30. So. Dann können wir nämlich die Traktorscheunen da aufbauen und dann haben wir auch schon direkt noch eine bessere Versorgung. So, der Baumwollstoff. Hier muss der Baumwollstoff muss auf jeden Fall richtig viel auf Lager sein. Auf Ihren Befehl. So. Wird denn hier irgendwie auf den Routen irgendwas an Baumwollstoff geliefert? Ja, nee, wird denn nicht. Routen. So, das kann hier unser Knallfrosch übernehmen. Er kann dann auch einen kleinen Bonum das einladen. So. So, dann machen wir hier ein bisschen runter, dann ist er doch vielleicht verbraucht. Warenladen. So. Frachtschiff steht bereit. Vom Stapel gelaufen. Ei. So. Setz die Segel. Der Umgang mit Ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Na, der Umgang mit mir ist auch ein fabelhafter Umgang. Ich möchte hier aber ein normales Depot.
Einsatz. Auf Ihren Befehl. Ja, so. Die zwei können wir dann hier rüber schicken. Lotte legt ab. So. Neue Befehle? So, das liefern wir. Es ist an der Zeit, mhm, eine Entscheidung zu treffen. Recht oder Unrecht. Mhm. Okay. So. Ja, das kann er auch schon mal erledigen. So, auf den Routen hier. Der Sturmvogel ist weg. So, da müssen wir das Linienschiff müssen wir auch noch aus der Liste raushauen. Ein neuer Auftrag? So. Ja. So. Halt! Ja, das muss ich auch noch alles gemütlich leer machen. Kein doppelter Boden. Mhm. Er hat erfahren, dass einem der ehemaligen Sklaven die Flucht gelungen ist und er sich jetzt auf El Puerto aufhält. Wenn Sie ihn fragen, können Sie vielleicht mehr über Jeans Eltern finden. Mhm. Was noch? Edkarte, alte Welt. Neue Lieferung. Routen. So. Neue Welt. So. So, damit auf jeden Fall immer die Schiffe voll sind. Schiffe, brauchen wir noch ein paar mehr. Frachtschiffe kann man eigentlich fast genug haben. Alleine schon, wenn ich mir die Liste angucke, ja. Muss ja alles ein bisschen optimiert werden, ne? So, Zwischenprodukt zum Beispiel. Baumwollstoff. Das geht hier aus, das ist ja schon...
wo ist jetzt das Problem? So. Ja, geht hier ständig die Elektrizität aus. Das ist mir klar. Also. Ja. Dieser Ort ist eine Beleidigung. So. Maschinen laufen an. Schliff und tada! Die Lager sind. So, dann werden wir hier auch noch mal. So. Zeit. Deinen Teil der Abmachung zu erfüllen. Nö, ich gehe nicht mit dem Krieg. Warum sollte ich? Warum sollte ich mit jemandem Krieg ziehen, den ich, wo ich eigentlich kein Problem mit habe? So. Jetzt müsste eigentlich dieser blockierte Abschnitt fertig sein. So, jetzt können sie da durchfahren. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Ich muss die Instruktionen für die Arbeiter weiter vereinfachen, damit sie nicht wieder unten das Handbuch zu lesen wäre schwieriger als die Maschine zu bedienen. Jo. So. Ja. Wo ist denn jetzt noch das Problem? Ja, das ist halt echt. Ja, muss man mal gucken. Ich brauche mehr Zeit, um meine Doktorarbeit fertigzustellen. So. Ja, schieben wir das ein bisschen. So.
können wir denn noch ein bisschen hier? So. Müssen wir mal gucken, wo wir noch ein bisschen was rausholen können am Platz. Die Stadt ist voll. Na, wie man so schön sagt, die Stadt ist rappelvoll. So. Ja. So. Weg damit. So, haben wir jetzt die Straße frei. So, mehr Parallelität kann ich jetzt hier eigentlich nicht mehr schaffen, ne? So. So, es hat jetzt wieder eine etwas bessere Stadt. Mhm. Irgendwie ist alles ein wenig eintönig. So, was haben wir denn noch? Irgendwo ein Plätzchen frei für dich? So. Damit ich das Clubhaus da hinsetzen kann. So. Damit du ein bisschen mehr zufrieden bist. So. So. Was ist mit der Zufriedenheit? Mhm. Kann sich eigentlich nicht beschweren, ne? Also. So. Schokolade schon auf Lager? Ja, ist auf Lager. So, das ist jetzt. Ja, das muss jetzt eigentlich dann auch relativ zügig laufen. Dass das schon passt, ne? So. Also Oldwerb hat nur noch 390 Einwohner, 390 Bauern. 4000 Arbeiter, 4000 Handwerker, im Höchstfall 10.000 Ingenieure und 2000 Investoren. So.
So, und da sind wir wieder am Ende einer Folge von Anno 1800 angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit sage ich bis demnächst. Ciao.